Mir wurde gesagt, du hättest eine Frage. Was machst denn du gerade, dass du das selber nicht mitbekommen hast, hä? Und was geht jetzt hier wieder ab? Oh. Die Frage... Ach, wieder das. Die Frage war, trifft man Daigo, den Sohn des Dojima-Yakuza-Chefs, nochmal? Kasuga ist nicht hier. Ist Kasuga... Kommt er heute nicht? Maybe. Are you meeting someone? Hier. Ah, nicht wirklich. Kennst du den Typen, der immer hier sitzt? Heute habe ich nur gefragt, ob er heute vorbeikommt. Ah. He used to come by pretty much every day, but I haven't seen him at all recently. Mm. The last time I saw him was when we were drinking together. I think. Ja. Klar erinnerst du dich daran. Da haben wir doch den Catfight-Ring gefunden, oder? Got a bad feeling about this. Makes you worry, doesn't it? I'm sure it will be okay. Maybe I should go check out Pink Alley just in case. Ah, okay. Human Trafficking Ring. Whee. Vorher gehen wir aber unser Geld abholen, ne? I know it's sudden, but lend me if you will. Ich glaube, da müssen wir nämlich auch noch ein paar von machen, Missionen. Hä? Hä? Komm her! Smash! Nice. A Ruby Plate. Money. We need money. More money. Wo ist nochmal der Pfandleier? Da. Ich werde bestimmt nicht stehen bleiben. Ich habe Wichtiges zu tun, als mit dir zu reden. Oder mit euch. $160 million. Holy moly. That's expensive. Sell? Auch eine Ruby Plate, eine Platinum Plate, eine Gold Plate. Hast du noch irgendwas Besonderes, was ich kaufen kann? Black Belt, Wooden Katana, Iron Pipe, Secret Wallet. Nicht unbedingt sinnvolle Dinge.
Also ich verspreche euch, wir machen auf jeden Fall in diesem Stream noch was Hauptmission. Also selbst wenn wir nicht schaffen, die 5 Billionaires in dieser Runde jetzt alle zu besiegen, wovon ich erstmal ausgehe, weil es doch sehr langwierig ist mit dem Geld. Wir werden noch Hauptmission machen. 4, 9. Bye bye. Und das Verrückte ist tatsächlich durch, dadurch, dass wir sehr viel Geld hier machen, kann ich das ganze Geld zu dem anderen schicken. Zumindest schrittweise. Hoffentlich hilft das. Hoffentlich hilft das. Heute ist Freitag. Heute ist Freitag. Du musst eins wissen, Ikarus. Der gute Axolim hat mindestens 2 Tage lang darum gekämpft, einen Boss in Star Wars Jedi Survivors zu besiegen. Er hat, glaube ich, so eine Mischung aus Tagen jetzt im Kopf. Er weiß nicht mehr genau, welcher Tag ist. Hey, bye. How do I break down defense? Blade wielding enemies. Knives are dangerous weapons, boy. I lost someone very dear to me because of a knife attack. Yes. Das ist richtig. That's why this time I thought your move, you can take down enemies wielding knives. But simply the idea is to break the arm holding the weapon. This move is a trademark of a pretty famous street fighter back in the States. He even had a saying. Knives take lives. You want to do some harm? Prepare to lose an arm. Ist das ein echter Spruch? The Blade Arm Mesh. Okay. Come on, boy. Don't get hung on with the details like that. Bacchus, I presume. Ach so. More like a tumbleweed. We have ourselves a real threat here. Clever of you to sense there's more to me than meets the eye. Take your knife. Your knife. Boy. You see now, I have no idea what you're talking about, but I guarantee we are going to have a wonderful time. Let's train disarming. Shatter the arm of an enemy wielding a one-handed blade. Davon brauchst du nicht mehr als einen Versuch. Ein Kick so gegen den Arm, Feierarm. Definitiv Feierarm. Das Knusperbandgeräusch, ne? Snap! Oh!
Ich wollte gerade was aufnehmen zum Verteidigen, aber naja. Oh, smash! Woo. Gut. You messed up my arm, man. Ja, du hast ungefähr 10 Kicks davon gekriegt, voll. Also. Also, wenn mir einer so mit dem Knie gegen den Ellbogen tritt, dann machst du das einmal und du gehst nicht so weg. Du liegst auf dem Boden vor Schmerzen. The movie taught me about really happy things. Kann ich den zweiten jetzt auch noch lernen? Bye. Opponents that stay on the defense are really hassle. Sometimes the right move in a boxing match is to bide your time and wait to win by decision. Okay, fighting instinct. Hm? Brawling and boxing don't have much in common. Ich glaube, seine Armknochen sind alle pulverisiert. Ja, so wie bei Harry Potter, ne? Dieser Gummiarm. In Teil 2. 2? 2. A face squeeze. Your opponent can break free if you grab their arm or leg, but it isn't easy so when you're holding their face. Yes. Next one. Where does your bodyguard here knows how to handle himself? That's why he got called in. Professional killers like us always risk getting the tables turned on us. You often hear her about second-rate hitmen being taken out by the target. They call me the unassailable assassin. Was ein Zufall, dass ich gerade was gelernt habe gegen den. Teil 2, Automan. Uff, knapp. Was hätte ich an deinen Harry Potter Credentials gezweifelt? Ich musste nur ganz kurz nachdenken. Entschuldigung. Slip past the guarding enemy's arm, grab their face, twist them to the ground. Was glaubt ihr, wie viel Kraft du dafür im Arm brauchst, um das zu können, dieses... A smash! Dab. Smack. Smackity, smack, smack. I want to ride my bicycle. Wir machen halt echt kaum Schaden, ne? Hier, Nägel. Bitteschön. Ich habe eigentlich gerade A gedrückt, aber okay.
Ach, come on. Geh schlafen, mein Großer. I don't get it. How do you break past my defense? Oi. Bye bye. Keine Sorge, aber heute war ich beim IT-Technik und habe gefragt wegen der Sache. Und habe was gratis geschenkt bekommen. Upsala. Hab was gratis geschenkt bekommen und der ITler sagte, mach XYZ hier im Administrator von Windows. Ich so, und das Traurige, ich habe tausendmal das gemacht, voll peinlich, als er mir das sagt, als das zeigt. Oh je. Da waren es nur noch zwei. Aber mehr kann ich noch nicht lernen, weil mir fehlen noch Punkte. Inventory. Tatsächlich müssten wir auch mal die anderen Moves von dem Typen lernen. Hä? Großer. Dann eben so. Exakt. Hier schickt keiner rum. Ich bin immer gespannt, ob irgendwann ein neuer Manager auftaucht für uns. Schubididu. Zack. Payout. Payout. Okay, nächste Runde ist das auch auf S. Payout. I like it. So. Shopping. Mann, 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 Mann. Das haben wir schon. Das kommt da rein. So. Da kommt jetzt der Electronics King rein. Und packen wir mal den Mafia-Boss. Money per se ist nicht das Problem. Hey out. Wow. Da kommen. Pachiko. Und. Wir packen mal unseren Police Officer rein, weil ich kann jetzt eh nichts dran ändern. Das ist zwar D, das heißt, das wird angegriffen, aber ich kann jetzt eh nichts dran ändern. Ich habe keinen, der das besser machen kann. Nice. Jetzt kommt der Anruf von dem Pleasure King. Fürs Spiel. Mr. President, I'm disappointed in you. Warum?
hab nie gedacht, dass du die Person bist, die zu diesen Orten geht. Hä? Look at this. Ach, Fotos. Das ist ein Coupon für einen Erwachsenen-Shop. Dear valued customer. To show our appreciation for your repeated patronage, we'd like to offer you our services for absolutely free. That's the pleasure king. What do you mean, wow? Du gehst zu diesen Orten und kriegst Loyalitätsbelohnungen. Great. Are you saying you've been to other places? Yeah. Are you sure it's really addressed to me? Are you sure it's not for Yamanoi-san? Don't trick me into this. Der Mann sitzt die ganze Zeit da. Der bewegt sich keinen Millimeter. Der sitzt die ganze Zeit da. Muss er nicht langsam mal stinken? What's wrong? It's addressed to me. See? Ich wusste es. Aber der Versender ist der Pleasure King. Does that mean the Pleasure King is challenging you? Oh, fuck. Was müssen wir denn gegen den machen? Disco tanzen? Most likely. We've taken over a bunch of properties in the Pleasure King territory already. Why not? It's absolutely free, right? Dankeschön. Dankeschön. Ich bin nicht müde, aber jetzt wäre ich auf jeden Fall wach. Jetzt wäre ich auf jeden Fall wach. Da gibt es noch dieses, dieses Video zu. Wenn ich Hihi schreibe, heißt das nicht Hihi, sondern Hihi. Irgendwie so böse. Keine Ahnung. Da. Wir haben auch genug Geld, um noch was zu kaufen auf dem Weg dahin. Würde ich sagen. Ach nee, wobei, das kann ich gar nicht, ne? Ich muss jetzt die Challenge davon fertig machen. Glaube ich. Ich glaube, das war doch das Problem. Ich glaube, wir gehen kurz Sushi essen. Ich könnte auch Ohoho schreiben, dann fühle ich mich wie Santa. Warum nicht? Was hast du denn gegen Santa? Vor allen Dingen hat er gerade Urlaub. Der hat gerade Sommerurlaub. Sushi! Sushi in unserem Lieblings-Sushi-Laden. Order. I need some food. Okay, wenn ich in der Prüfung für Elise summen darf, kann ich alle formeln. Wenn du summen darfst, was heißt das? What does this mean? Hey, Dakshi! Und smash! So. Den Laden habe ich. Ich möchte nur die 200 damit fertig machen. Zack. Hm.
Komm schon. Hast du Mr. Shakedown eigentlich schon mal geplättet? Nein. Ich habe tatsächlich Mr. Shakedown einmal gesehen, ganz am Anfang, wo er mich besiegt hat. Dann nur einmal schlafen. Also nein. Moment. Das war das teure Kino, ne? Kabarett. Nice. Immer dieser Smirky-Blick, den er dabei hat. Ich glaube, das haben wir beides dann. Tontinshan und Moscow Western Cuisine. Tontinshan ist 96 Millionen und Moscow Western Cuisine 102. Das ist 9 und 3. 9 ist da und 3 ist da oben. Okay. Das heißt, wir können jetzt die Mission machen, denn ich habe eh nicht genug Geld dafür. Not enough money. Das ist kein Kino, das ist sowas wie der Laden von Majima. Nee, ein Kabarett. Dass das kein Kino ist, das weiß ich. Eben habe ich ja gerade bei Kabarett gelesen. Nur als ich gerade eben da war, dachte ich, ich habe was mit Kino gelesen. Aber dass der Pleasure King kein Kino hat, macht ja irgendwie auch Sinn. Oh, ich dachte eigentlich, dass hier der andere auf uns wartet. Ups. Hallo, Kazuga. Hoi. Hier, Ryukun. Was ist passiert, mein Freund? Hier, Ryukun, lauf. Toll. Kleines Wiesel. Schau, wie weit er gerannt ist. Und wer bist du? He's the guy who was talking with Kazuga before. Is he from the human trafficking ring? Yeah. Sorry, kann ich nicht machen. Ach, du bist ja ein Freund. Dann solltest du wissen. Die dunklen Geheimnisse dieser Stadt sind am besten in der Dunkelheit aufgehoben. Keine Ahnung, wer glaubt, Clowns zu sein. Ich habe keine Ahnung, wer Clowns glaubt zu sein. Nö. Ich glaube nicht, dass wir in den Aktionsblock kommen. Du wirst eher auf die Fresse kriegen. Zack, 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 zack. Das ist ja schön. Achso, das war nicht. Das ist der falsche Skill. Daneben, so. Komm her. Man kann gar nicht schnell genug A drücken, wie da was passiert. Fatz dich. Für die Prüfung, Abschreibungssatz, HKZ, Gesamtkapitalsrentabilität, Eigenkapitalrentabilität und so. Okay. Okay, okay, okay. Ach, die Formeln sind halb so schlimm, die Tabellen werden mich böse rannehmen. Mit Anlauf um Tabasco. Warum Tabasco? Warum Tabasco? Es gibt Stellen am Körper, da hat Tabasco nichts zu suchen. Das ist eine davon. What is going on here? The boss man. Wow. Deadpan Trafficker. Dead voice. Boss man? Warum würdest du hier selber herkommen, Boss?
I'm so sorry, sir. I will take care of these two right away. Please, I beg your pardon. You may release them. They are free to go. Nani? Okay. Das sind das ganz normale Bürger. Nichts mehr. Aber sie wissen alles. Und was ist damit? Some secrets are best left in the shadows. I'm sorry, sir. Ich glaube, du gehst nicht weit. Ich glaube, du stirbst auch. Im Hintergrund irgendwo. Damit es richtig brennt, damit man richtig leidet. Weil Anlauf noch nicht schlimm genug ist. Naja, also ganz ehrlich, ich glaube, Anlauf ist für den männlichen Part bei der Geschichte eher das Schlimmste. Ich glaube nicht mal, dass der weibliche Part viele Probleme hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas passiert, außer abknicken, ist, glaube ich... Kneipe ist wieder gut besucht. You saved me again, Kirikun. Dankeschön. You better take the lesson to heart, Kazuga. Ich weiß. Du hast mich ja schon zweimal aus extremer Kacke. Ja, das ist richtig. Aber aller guten Dinge sind drei, würde ich mal vermuten, oder? For the time being, wenn ich das schon höre. Be more careful next time. There's a sound idea, Kirikun. Maybe I will lay low. Not that I know, I was out cold. But you saw the boss of the human trafficking ring, yeah? I envy you, man. He caught a glimpse, but he hit his identity on the head. We're talking about a guy who might control part of Kamaruchu's underworld. But the boss voice and stature, I can't shake that the feeling I might know him from somewhere. Zeig mir nochmal den Barmann. What did I say about cooling your heels? Guess that's just who you are, Kazuga. Das ist aber nicht der Barmann, oder? Könnte aber sein, ne? Schnauze hat der, Kinnbart hat er. Ist irgendwas, Sir? Hier. Nein, ist es nicht. Found you. Found you, my friend. Aber es ist eine gute Tarnung. Es ist eine gute Tarnung. Als einfacher Barmann. Ich muss hier auch alles trinken, glaube ich, ne? Alter, das kannst du sowas von vergessen. Das alles zu trinken dauert ewig. Kaktus und Gleitgel machen den Rest. Au. Au. Jetzt mal ganz kurz. Ich soll... Das ist das Problem. In irgendeinen Laden sollen wir gehen, aber der zeigt mir den gerade nicht an. Ah. Apropos Laden. Payout ready, payout ready, payout ready. Shogi? Telltale, Dingsda, Girls, Boys, was auch immer. Gandara, Erotik-Videos. Ich glaube nicht, dass wir Geld abholen können. Wir versuchen es mal. Vielleicht klappt es ja doch. Dafür habe ich nicht genug Geld.
So, 9 Formeln, welche in den letzten 5 Jahren in den Prüfungen drankamen und wieder drankommen könnten, aber nur könnten. Naja, aber das ist ja dasselbe, das ist immer das Problem, Wölkchen. Das ist eigentlich ja bei jeder Prüfung so. Man hat zwar alte Prüfungen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das drankommt, ist ja nicht 100%. Manager. I wanna ask you a favor, Kirikun. As part of my research for an upcoming article, I'd like to help you with the business. Nice. Meine Fresse, bist du ein Scheißmanager. Das ist ein Scheißmanager. Also die Werte, die der hatte, kacke. Das ist das, ich kann nicht. Wanted to see me, been hustled over to Senryu Avenue. Senryu Avenue. Let's see. Senryu Avenue, das ist die Avenue. Okay. Das heißt, rüber. Runter. Godspeed Mode Motor Mark 2. Nice. Naja, fast. Es kommen beinahe immer die gleichen Fragen, nur anders formuliert. Beziehungsweise auf andere Punkte des gleichen Themas dran. Ja gut, du hast ja auch nur eine limitierte Anzahl von Themen, die du abfragen kannst. Das macht ja schon Sinn. Und die Buchungssätze sind auch fast immer die gleichen. Oh Mann, ey. Ich weiß ja nicht, ne? So eine Ausbildung ist schon echt simpel gemacht. Und trotzdem habe ich schon Leute kennengelernt, die das nicht hinbekommen haben. Entschuldigung. Aller guten Dinge sind 2. Okay. Damit haben wir auch das. Jetzt müssen wir 200 in dem anderen Stil da machen und der ist echt long gone. Very, very slow.